Hohe Geistlichkeit, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Bayerischen Landtag, liebe Peter Guttenberger, lieber Hans Herold, lieber Horst Arnold, Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Dekaninnen und Dekane, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Kanzler, Entschuldigung, Herr Altpräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, kein Monat ohne FAU. Und wenn ich jetzt, seitdem ich diese 5 Monate zurückrechne, denen ich im Amt bin, es ist in der Tat so, dass ich jeden Monat hier war. Gott sei Dank war letzte Woche gerade noch 31. Januar, sonst wäre es nicht ausgegangen. Aber gerade letzte Woche waren wir ja auch in dieser Gruppe wieder beieinander, um eben auch die vielen spannenden Entwicklungen, lieber Herr Oberbürgermeister, die sich ein paar Meter weiter so andeuten, auch zu besprechen und zu strukturieren. Und deshalb freut es mich im Besonderen als Vertreter eigentlich der ländlicheren Räume, dass wir hier auch eine dezentrale Lösung mit haben, dass nämlich die große FAU hier eben auch in der Wissenschaft stattführt, die Anknüpfung findet. Lieber Herr Oberbürgermeister, natürlich sind neben Universität und Freistaat Bayern auch die Kommunen gefordert, um sich da ein Stück nach der Decke zu strecken. Und ich glaube, hier sind wir auch auf einem ganz guten Weg, dass wir hier den Strukturwandel, den wir an dieser Fürther Straße erleben, was habe ich gehört, Triumph Adler, Grundig, Quelle, wie sie alle heißen, eben auch zu gestalten. Und ich denke, wenn es um die Änderung von verloren gegangenen Industriearbeitsplätzen geht, dann ist eben Wissenschaft, dann ist Bildung genau die richtige Antwort darauf, um eben diesen Strukturwandel auch gut organisieren zu können. Und wenn man hier den oftmals scheinbar bestehenden Widerspruch zwischen Philosophie und Technik wunderbar zusammenfügen kann, Herz, was willst du mehr? Wie sagt man in Bayern, das ist eine klassische Win-Win-Situation. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und ich denke, es ist gerade der entscheidende Punkt, dass man hier eben so fakultätsübergreifend mitarbeiten kann und dass man genau mit diesem kleinen Pläuschen am Gang diese Debatten und Gespräche führen kann und man sich gegenseitig ja wirklich auch befruchten kann und viele Impulse setzen kann. Denn wenn wir uns die Entwicklungen der Studierendenzahlen so anschauen, dann sind es ganz oft die Querschnittsbereiche, der Wirtschaftsingenieur, der Wirtschaftsinformatiker, wo wir auch besonders große Wachstumsraten haben, denn wir stellen fest, dass die Sprache zwischen den verschiedenen Fachbereichen in der fachlichen Tiefe oftmals so speziell sind, dass man sich schlicht nicht mehr versteht. Deshalb braucht es solche Übersetzer, die hier offensichtlich mehrere Bereiche gut, sehr gut können natürlich. Keine Oberflächentaucherqualität ist immer der Mittelpunkt. Und lieber Herr Oberbürgermeister, deshalb bin ich vorsichtig optimistisch, dass wir zwar jetzt geringe Zahlen an Studierenden entführt haben, aber das Potenzial für atemberaubende Wachstumsraten, das ist auf alle Fälle gegeben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der ein oder andere von Ihnen weiß vielleicht, dass ich mal Historiker war, noch weniger wissen, dass mein Vater Lokführer war. Deshalb ist natürlich der Bezug hier in Fürth mit der ersten Eisenbahnfahrt von Nürnberg nach Fürth natürlich ein willkommener, um hier anknüpfen zu können. Und diese Eisenbahn war ja bis weit in die 60er Jahre hinein das Zeichen von Wohlstand, von Aufschwung, von industrieller Weiterentwicklung, natürlich auch von Verkehrsinfrastruktur. Das sind alles die Dinge, die auch hiermit Fürth natürlich in der deutschen Geschichte immer verbunden sein werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das war das Symbol auch für industrielle Produktion und heute sind es eben Know-how, Erfahrungswissen und natürlich Hightech. Deshalb ist ja diese wissenschaftliche Weiterentwicklung hier in Fürth so entscheidend wichtig. Eben, lieber Herr Oberbürgermeister, liebe Petra, nicht nur Denkmalstadt zu sein, das ist meine erste Assoziation, nachdem ich viele Jahre Vorsitzender des Landesdenkmalrates war, eben jetzt hier auch anknüpfen an die Wissenschaft. Und das, denke ich, ist ganz entscheidend wichtig, denn Wissenschaft ist Motor für Innovation und Fortschritt natürlich weit über diese Region mit hinaus. Und wenn man hier diesen Standort, die Wissenschaft stattführt, weiter stärken kann, ist das besonders gerade an einem jungen Standort, denn seit 2006, wir haben es schon gehört, sind die Einrichtungen der FAU hier jetzt mit entsprechenden Wachstumsschritten mit angesiedelt. Das Projekt Vertec mit den neuen Materialien werden wir später nochmal mit hören. Und wenn man eben dann, liebe Frau Vizepräsidentin, dann gerade im Bereich der Lehrerbildung, der Entwicklung des Lernens hier dann noch weiter anknüpfen kann, dann freut mich das als ehemaligen Pädagogen umso mehr. Bewährtes entsprechend stützen, neue Wege gehen, das denke ich ist wichtig. Technologie, neue Arbeitsfelder mit dem Lehrstuhl für die Werkstoffsimulation, das ist auch entscheidend spannender Punkt. Mit dem festen Lehrstuhl eben jetzt hier in Fürth. Das ist die nächste Aufwertung, Herr Oberbürgermeister, liebe Petra, die wir hier erfahren. Und das, glaube ich, ist der entscheidende Punkt hier in der Uferstadt in Fürth mit dem von uns allen gewollten interdisziplinären Austausch.
dass die FAU, lieber Herr Präsident, hier der wichtige Impulsgeber ist. Das, glaube ich, soll man selbstbewusst und auch mit einem Stück Dankbarkeit mit nennen. Denn es ist auch in einer Universität immer umstritten, wenn man wieder einen dezentralen Standort auf den Weg bringt. Frau Dekanin, Sie haben es ja angesprochen. Ich hoffe, dass wir mit den Entwicklungen, die sich auf AEG und für die Philosophie mit dem Himbeerpalast so andeuten, das wird eine gute Entwicklung kommen. Herr Striezel, verdrehen Sie mir nicht die Augen so. Wir wissen, wir haben da viel Arbeit. Aber wir werden all diese Dinge auch lösen. Und ich denke, dass wir da auf einem insgesamt guten Weg sind, um natürlich die jeweiligen Interessen zusammenzubringen. Da gibt es zuvörderst die Interessen der Qualität. Die muss über allem thronen, über allem stehen. Da gibt es die Interessen der Fakultäten. Das ist der nächste wichtige Schritt. Und da gibt es dann natürlich auch die kommunalpolitischen Interessen, die wir wunderbar zusammenbinden wollen. Dafür stehe ich auch persönlich, komme ich doch aus einer Region, die man auch nicht zwingend als den wissenschaftlichen Nabel Bayerns, Deutschlands oder gar der Welt definieren würde. Aber in Niederbayern holen wir auch auf. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein kann, wünsche auch die besten Glückwünsche oder überbringe die besten Glückwünsche unseres Ministers Dr. Ludwig Spende, der heute leider nicht da sein kann. Und ich gelobe, ein Monat ohne FAU ist ein schlechter Monat, deshalb versuche ich das weiterhalten zu können. Herzlichen Dank den wissenschaftlichen Einrichtungen, eine großartige Zukunft. Herzlichen Dank.